Das Rheintal hinter Bingen gilt als Inbegriff der deutschen Seele. Vorbei an der sagenumwobenen Lorelei zieht der Rhein zum deutschen Eck nach Koblenz. Bei Bingen hat der Rhein über die Hälfte seines Weges zur Nordsee hinter sich gebracht. Er ist ein stolzer Fluss geworden, liefert Stoff für Sagen und Opern und für Kriege. Hier gibt es Burgen im Kilometertakt und Wein, den vor 2000 Jahren die Römer in den Norden brachten. Der Acheracher Hahn ist eine sehr markante Steillage. Der Rhein fließt einmal rund um den Weinberg. 60-68% Steigung, das ist das Optimum für den Wein. Also ich sage immer scherzhafterweise unseren Besuchern, wenn sie sagen, Mensch, Burg, ja, das ist ja was Tolles. Ich versuche die Gäste dann immer ein bisschen runterzuholen und sage, ich bin mehr Burgknecht wie Herr. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als irgendwann mal hier auf der Bank zu sitzen und einfach die Aussicht zu genießen. Und von den Aussichten gibt es ja hier zahlreiche. Also ich meine, so viele Pausen kann ich gar nicht machen, wie es hier tolle Bänke mit Aussichten gibt. Der romantische Rhein. Ein Stück Deutschland aus dem Bilderbuch. Ein Flusstal, das Besucher aus der ganzen Welt anzieht und in dem die Vergangenheit lebendig ist.